Gut, der Hinweis war ja relativ klar. Der Schlüssel ist mit Meersalz verkrustet. Das heißt wohl, dass sich hier auch irgendwo die Tür befinden muss. Im Meer oder beim Meer. Und ich will mich erinnern, zumindest meine ich mich erinnern zu können, dass wir irgendwann auch mal nach rechts geschwommen sind. Genau, hier war ja auch Skip irgendwie in der Nähe. Den könnte ich eigentlich direkt mal aufsuchen und kurz mal sagen, dass wir die Lieferung jetzt mittlerweile übernehmen werden. In die Stadt hinein, also sozusagen den Kontakt zwischen Piraten und Stadt jetzt mittlerweile übernehmen werden. Das habe ich übrigens damals gemacht, weil wir sowieso relativ gut standen mit den Piraten in der neuen Welt. Und ganz ehrlich, da können wir auch die Piraten hier ein bisschen unterstützen. Die schienen mir an sich eigentlich alle ganz in Ordnung zu sein. Also die meisten von den Leuten zumindest. So, Skip, wo bist denn du? Du hast nämlich übrigens deinen Captain getroffen, Greg. Skip. Hier liegt nichts Neues rum. Keine neue Muschel, kein neuer Fisch. Schade eigentlich. Hätte ich alles noch gar mitgenommen, geöffnet und geknackt. Ja, hier ist nur was zum Schlafen. Das ist ja ganz nett, aber ist nicht das Richtige. Oh, warte mal. Schlafen ist an sich gar nicht mal schlecht. Also, Apfeltabak nehme ich sowieso mal mit. Und, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Mana verbraucht mit dem Feuerball, oder? Bis zum nächsten Morgen schlafen. Oder mit den Feuerbällen, als ich irgendwie diesen Attila getötet habe. In Notwehr. Hier ist noch eine Kiste, die will ich noch nicht plündern. Ich will zu Skip. Skip, wo bist denn du? Was, Skip nicht irgendwie hier? Skip ist nicht mehr da. Interessant. Oder sollte er noch einen Strand weiter gewesen sein? Würde mich ein bisschen wundern. Hätte ich auf jeden Fall noch jede Menge Gerümpel rum von ihm. Oder überhaupt von irgendjemandem. Ich nehme an, das ist seins. Nee, noch weiter wollte ich es eigentlich nicht. Gut. Dann machen wir das, was ich eigentlich vorhatte, diese Folge. Wir gehen jetzt zur Diebesgilde. Und wie ich eben schon anbringen wollte, wir haben ja schon mal irgendwann eine Tür gefunden, die relativ hafennah und vor allem wassernah war dementsprechend. Und ich glaube, für genau diese ist jetzt auch dieser Schlüssel gedacht, wenn ich mich recht entsinne. Meersalzschlüssel, Meersalztür, passt perfekt. Moment, wo ist es? Wasser, Wasser, Wasser. Ne, noch ein Vorsprung weiter. Genau, hier ist es, der Eingang. Der tatsächlich überhaupt nicht auffällt, wenn man auf dem Kai steht und ins Meer hinausblickt. Wo kann man eigentlich hier oben lang? Sieht ein bisschen so aus. Kann man hier hoch? Tatsächlich. Das würde ich ganz gern vorher noch kurz probieren. Ich weiß, lass mich sehr schnell ablenken, bla bla bla. Kommst du da hoch? Mit Alt? Nein, so schon mal nicht. Mit Alt? Okay, dann kannst du hochklettern. Das heißt, die kann tatsächlich irgendwas sein. Hohohoho. Nochmal bitte. Hilfe, ich rutsche. Kletter mal da hoch, bitte. Das ist ja krass. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Was kann man jetzt hier machen? Ich nehme an, hier hoch kann man nicht, oder? Nee. Aber fast. Ja, hier kann man wieder reinkommen ins, in den Hafen, aber das bringt mir auch nicht viel. Ja, gut. Also ich habe hier einfach eine großartige Aussicht. Das wäre wahrscheinlich ganz lustig für so ein kleines, für ein Gimmick gewesen, aber naja. Sollte es wohl nicht sein. Komme ich jetzt wieder runter, ohne Schaden zu nehmen? Ja, komme ich. Wundervoll. Apropos Schaden. Gehen wir hier rein. Und auf die Türe. Vorher konnte man die nicht öffnen mit dem... Weil uns der richtige Schlüssel gefehlt hat. Moment, ist hier irgendein Gegner schon? Nein, ist hier kein Gegner. Also hier ist kein Gegner. Wunderbar. Aber trotzdem würde ich ganz gerne mal... Auf der falschen Taste würde ich ganz gerne mal speichern. Hätte ich jetzt halt doch noch irgendwie in die Arme von irgendeinem übermächtigen Feind laufen. Hier sind jede Menge Kisten und Gerümpel. Rechts, links. Ich gehe erstmal links. Oh, da sind Ratten. Guck mal an. Ja, die sind ja weniger ein Problem. Da ist nichts zu holen. Ja, aber die andere Riesenratte würde ich ganz gerne noch plündern. Dankeschön. Ganz schön dunkel hier. Oh, guck mal, Tränke. Schön, und eine rostige Axt, Mensch, toll. Wow, irgendwas greift mich an. Noch eine Ratte? Oh ja. Okay. Drei Ratten.
kann ich mich richtig bedroht fühlen. Meine Güte. Also das rostige Schwert und die Riesenratte. Nichts zu holen. So, genau, wo war ich? Bei den Pfeilen war ich. Noch mehr Pfeile, noch mehr Pfeile. Mein Gott. Das Lustige, ich sammle in jedem Gothic-Teil, einen Trank, irgendwelche Pfeile auf, aber ich benutze die in den seltensten Fällen. Ein Rohr, okay. Hier geht's scheinbar nicht mehr lang. Da ist die Riesenratten haben wir gerade getötet, da können wir gleich mitnehmen das Fleisch, wenn wir da schon dabei ist sind. Nichts zu plündern. Dann kommen beide bitte. Da ist nichts zu holen. Okay. Wisst ihr was? Jetzt zählt man eine Fackel an. Das kann uns allen ganz gut helfen. Also ich sehe so nicht, auch nicht gerade viel und ihr seht wahrscheinlich noch viel weniger. Fackel, Fackel, Fackel. Hier ist die Fackel. Ah, viel besser. Ist das ein Schrein? Belia-Statue, okay. Ein Trank. Jetzt will ich jetzt mal gerade nicht beten. Er ist schon genug Scheiereien gerade beschert. Noch ein Trank. Ist das ein Hebel? Nee, ist kein Hebel. Sah nur so aus. Und eine Truhe. Verschlossen, aber das können wir ja knacken. Links. Schade. Rechts. 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 Mist. Rechts. Rechts. Links. Links. Mist. Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Ah. Koragon Silber. Ah. Können wir jetzt wahrscheinlich zum Händler von Koragon, also dem Händler Koragon gehen und dem sein Silber zurückgehen. Der freut sich bestimmt riesig. Oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Vielleicht bezichtigt ihr uns auch das Diebstahls, was auch nicht so schön wäre. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich gehe erstmal. Glaube ich, nehme ich gleich den nächsten Gang oder hier? Ich nehme erstmal den nächsten Gang, warum nicht? Schön systematisch durchgehen. Okay, hier ist scheinbar niemand. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal speichern. Weil Dungeons verleiten eben dazu, oft zu speichern. Ich höre Stimmen und hier ist auch schon eine Tür. Ich würde ganz gerne wissen, bevor wir durch die Tür gehen, ob das der Gang hier hinten ist. Ja, das war sehr begangen offensichtlich. Na gut. Hier ist also eine Tür. Gut, die merken wir uns kurz mal vor. Das ist ganz schön weitläufig hier hinten. Meine Güte. Nicht, dass ich mich verlaufe, hätte ich irgendwann Bock drauf. Ist hier noch irgendwas? Noch eine Tür. Okay. Na gut, wenn wir schon hier sind, gehen wir kurz mal durch diese Tür durch. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ah, das können wir offenbar nicht. Gut. Dann bleibt uns noch die andere Tür und weitere Seitengänge. Ich gucke erstmal die Seitengänge kurz ab. Wer bist du denn? Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich habe Attila umgelegt, das stimmt. Ich wollte mal gucken, was hier so los ist. Ich bin gekommen, dich zu töten. Mann, das sind ja schon mal zwei Optionen, die bestimmt mir Freunde einbringen. Aber das stimmt zumindest. Ich habe Attila umgelegt. Wer hatte den Schlüssel zur Kanalisation dabei? Du hast Attila getötet? Ah, was soll's. War eher ein mieser Hund. Aber ich sag dir was. Wenn du dich mit mir anlegst, dann werde ich dich töten. Genauso wie Attila, nicht mal an. Was machst du hier? Bring mich zu deinem Anführer. Ja, bring mich erstmal zu deinem Anführer. Bring mich zu deinem Anführer. Mein Anführer? Ich bin sicher, dass Cassia mit dir sprechen will. Los, geh weiter und versuch nicht, mich reinzulegen. Okay. Wie soll ich dich bitte ein? Oh, ich höre gerade, hört ihr Bewohner von Korinth. Das heißt, wir sind irgendwie unter dem Marktplatz und hier geht auch noch weiter. Interessant, interessant. Aber hier ist schon wieder ein bisschen heller. Deswegen kann ich mal die Fackel ausmachen. Bevor sie sich noch verbraucht. Ja, Jesper. Trotzdem würde ich ganz gerne mal zwischenspeichern, falls jetzt irgendwie diese Daria irgendwas gegen mich hat. Dann will ich nicht mit blanken Hosen dastehen. Oder heruntergelassenen Hosen, wie es so schön heißt. Bist du Daria? Nee, du Cassia. Na gut, Jesper. Ah. Geht hin und brät sich Schnitzel. Geil. Hallo, hey, Cassia. Du. Sieh an, wer zu uns gefunden hat. Attila hat dich unterschätzt. Diesen Fehler werde ich nicht begehen. Was läuft hier eigentlich? Du solltest sterben, weil du einen Freund ans Messer geliefert hast. Deshalb haben wir Attila geschickt. Freundlich. Deine Anwesenheit hier bietet dir jedoch eine neue Möglichkeit. Was willst du mir anbieten? Du kannst uns beitreten. Erzähl mir mehr von euch. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Zwei gute Fragen.
Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Okay, und was habe ich eigentlich davon, wenn ich euch beitrete? Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Was sind das für Regeln? Ja, was sind eure Regeln? Wunderbar. Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Okay. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Ich nehme an, ich komme in den Knast. Das ist ja wohl relativ klar, aber ich frage trotzdem. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Okay. Wie muss ich mich euch beweisen? Ganz ehrlich, momentan habe ich nicht gerade viel Begeisterung dafür aufbringen, mich euch anzuschließen, sozusagen. Und wenn ich euch nicht beitrete, ja, das frage ich gerne mal. Und wenn ich euch nicht beitrete? Dann werde ich dich töten. Ah, ja. Okay, ich bin dabei. dann versuch mich zu töten. Ganz ehrlich, rein vom Spieler her würde ich jetzt sagen, ja, treten wir halt bei, was soll's, ist mir egal. Aber ganz ehrlich, das ist ein Let's Play. Und ich spiele ja einen ehrwürdigen Feuermagier, einen Diener Innos der Wahrheit und des Lichts. Und ich kann jetzt nicht irgendwie mich hier von irgendeiner Frau rumkommandieren, also nichts gegen eine Frau, aber ich habe von irgendeiner Diebin wahrscheinlich rumkommandieren lassen, die mir erstmal einen Attentäter schickt, um mich zu töten, weil ich irgendeinen anderen Gaul in der Gitter gebracht habe. Und, ja, die dann sagt, ja, wenn du uns nicht beitrittst, töte ich dich. Ganz ehrlich? Dann versuch mich zu töten. Schade. Ich hätte dich für schlauer gehalten. Ja, komm ran. So. Erstmal eine Runde fliehen. Oh, warte mal. Ja, aua, aua, aua. Nicht schlecht. Danke für das Gold, du Held. Ja. Gut, ich lade nochmal kurz. Und, warte mal, 18.07. Ja, das stimmt schon. War das hier? 16.16 Uhr, 16.14 Uhr. Ja, wundervoll. Dann kommt das gleiche eben nochmal. Diesmal. Moment, kommen wir gleich hier hin. Ah, hier geht's offenbar hoch. Diesmal werde ich allerdings etwas vorsichtiger sein. Also ich werde, warte mal, wo ist es langlaufen? Nach links war ja offenbar nicht so klug, aber nach rechts ging wohl. Gut, das gleiche nochmal. Sieh an. Bla 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 bla. Du kannst. Bla bla bla. Was? Ja, ja, genau. Was kann ich bei euch lernen? Das ist mir eigentlich egal. Erzähl mir von euch. Das ist mal ganz wichtig. Damit ich euch später verpfeifen kann. Was sind eure Regeln? Und was ist, wenn ich euch nicht beitrete? Und tja. Dann versuch. Schade. Tschüss. Ach, verdammt, ich hätte noch Geschwindigkeitstrank auch nehmen können. Fällt mir gerade so ein. Das ist auch eine coole Idee. Du läufst ganz schön schnell, Frau. Denn ich glaube auch auf die Entfernung. Bleib stehen, du Feigling! Bist du gar nicht mehr so bedrohlich wie die meisten von euch. Ja, sag ich doch. So. Kann man hier noch rechts lang? Ja, kann man. Perfekt. Bleib stehen, du Feigling! Ja, bleib ich doch. Dumm gelaufen, Kassier, was? Du warst zwar ein ganz schön mächtiger Gegner, Meisterdegen, meine Fresse. Ein Apfel, ein Bier, ein Käse, eine Weidenbeere, ein kleiner Schlüssel und ein weiterer rostiger. Der Schlüssel vom Hotel, okay. Ich nehme mal an, ich habe jetzt die jetzt gerade alle zu Feinden gemacht. Aber ganz ehrlich, ich bin Feuermager, ich räume jetzt hier unten auf. Ich lasse mich auch nicht bedrohen von irgendeiner Diebin, sag ich mal. So. Direkt nochmal speichern. Ja, meinetwegen hier. Vor allem völlig ohne Entschuldigung.
greift die mich an. Völlig ohne Entschuldigung, wirbt die mich an. Greift mich ja nicht an. Erst später. Dummerweise habe ich mich gerade ein bisschen verlaufen. Naja. Das sieht doch alles gleich aus. Aber hier scheint man lang gehen zu können. Erstmal die Frage, genau. Bist du jetzt sauer auf mich, Ramirez? Hast du dich verlaufen? Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen, also sei vorsichtig. Ja. Okay, du greifst mich nicht an, das ist okay, aber es war übrigens auch gerade eine sehr fragwürdige Kameraperspektive. Guckst du gerade hin? Du guckst gerade nicht hin. Na dann. Werde ich ihn mal dann an deinen Thron bedienen. Links, schade. Rechts, 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 rechts. Mist. Rechts, 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 links. Links, links, Mist. Rechts, 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 links, links, rechts. Sechserkombination, nicht schlecht. 50 Goldmünzen. Dafür kann ich mir auch gleich die Triche wieder kaufen, die ich gerade verloren habe. Wunderbar. Jetzt nochmal rechts. Schade. Links. 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 Ah, lass mich raten. Rechts. Doch nicht. 100 Goldmünzen und ein Silberkelch. Nett, nett, nett. Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du steckst unser Gold ein, du versuchst uns zu beklauen? Na gut. Jetzt reg dich mal nicht wegen der paar Münzen auf. Ich meine, das bisschen Zeug hier ist eure gesamte Beute... Das ist alles, was die Diebesgilde von Korinnes zu bieten hat. Wer sagt denn, dass unsere Beute hier unten lagert? Ja, wo lagert sie denn? Hätte mich auch sehr gewundert. Also, wo habt ihr eure Schätze versteckt? An einem sehr sicheren Ort. Verstehe. Okay, du kannst das Gold behalten. Aber ich behalte dich im Auge. Also, treib es nicht zu weit. Okay. Das heißt wohl, dass es hier nicht ist, das Gold der Diebesgilde. Aber trotzdem sind ja einige lustige Dinge... Und Ramirez ist irgendwie ein cooler Typ letztendlich, weil er hat uns noch nicht angegriffen, obwohl wir ihn beklaut haben. Das ist Knorke, könnte man sagen. So, gucken wir uns einfach weiter um, ob die anderen eventuell jetzt ein Problem mit mir haben. Jetzt, wo ich Cassia umgebracht habe, übrigens völlig zu Recht. Ja, du zum Beispiel, Jesper. Hey, du. Du hast Cassia umgebracht, du dreckiger Mörder. Aber an mir wirst du scheitern. Oh nein. Na gut. Du willst ja nicht anders. Hier gehen wir auch nach rechts. Hui, du bist ganz schön schnell. Ich krieg dich noch! Ja, ja, ja. Du kriegst dich noch. Na? Können wir dich jetzt mal treffen? Das wäre nicht schlecht. Hallo? Das wirst du bereuen. Oh mein Gott. Hohoho. Das war ja mal, na gut. Einmal Fleisch, einmal Seemannsgrog, ein Brot, einmal ein Fisch, ein weiterer Schlüssel zur Kanalisation und drei Dietriche. Ja, ihr wollt es ja nicht anders. Ich weiß natürlich nicht, wie Ramirez jetzt insgesamt darauf reagiert. Ich meine, ich habe jetzt schon Jesper getötet und Cassia. Aber, muss wohl sein. Na gut, aber das Günstige ist, ich kann mich hier direkt mal ausruhen. Eine Runde pennen und dann würde ich mal sagen, ich guck mich noch ein bisschen in der Kanalisation um in der nächsten Folge. Am besten, oh, krass, er liegt schon hier. Und, breche danach wieder erstmal drauf, an die Oberfläche auf und berichte erstmal, weiß nicht, Lord André und, oder den ganzen Konsorten. Am besten auch noch Watras, ach, die Watras nicht, aber irgendeinen anderen Wassermagier, was es mit der Diebesgilde so auf sich hat. Bis gleich.